Na gut. Noch ein Green Arrow. Mein Gott, werden die echt, echt verwöhnt mit den Dingern schon hier. Ja, und zum Glück weiß ich auch genau, was jetzt gleich passiert übrigens. Normalerweise kommen ja jetzt hier Senpai Notice Me Hände raus, aber... Trotzdem leicht wieder erschreckt. Die hier sind ein bisschen aufdringlicher. Uh-oh. 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 Okay. Mr. Policeman. Gehen wir mal ein bisschen auf Distanz am besten, weil könnte gut sein, dass der ein bisschen zu viel Bullets frisst. Und uns dann nochmal schön die Schultern massieren möchte. Und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Alles klar. Unausgebildetes Personal. Nein, danke. Achtung. Bam. Sehr gut. Okay, da hinten haben wir auf jeden Fall den ersten roten Jewel. The title is A Sacrifice to the Hellfire. Hellfire! Dankeschön dafür. Deswegen ist das Bild so viel wert. Vielleicht geht es auch bei normalen, in Anführungsstrichen normalen Gemälden irgendwie so. Deswegen hängen die alle im Louvre und dürfen nicht gestohlen werden, weil dahinter wahrscheinlich Jewels oder so sind. Conspiracy Theory! Weil ich meine, wer irgendein Muster oder irgendein Motiv oder irgendeine Meinung hinter einem Bild findet, in dem einfach nur Farben irgendwie wild durcheinander gerotzt sind, der kann ja auch. Ganz ehrlich. Und das ist dann komischerweise nichts wert. Naja, dahinter steckt vielleicht dann die wahre Meinung. Wobei, ich habe mir immer sagen lassen, warum diese Gemälde, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen, bei dem, wie gesagt, Farbe einfach nur irgendwie auf die... wie heißt das Ding? Auf die Staffel leider irgendwie gerotzt wurde, warum die so viel wert sind. Und das liegt daran, dass man so ein Bild eben nicht nachmalen kann. Ich meine, okay, das ist ein Totschlagargument, weil das kann man definitiv nicht nachmalen. Aber dass es dann trotzdem so viel wert ist, nur weil der Maler irgendwie bekannt ist, ist ein bisschen merkwürdig. Weil ich meine, das, was ich dann eben male, das kann man auch nicht... Also, was ich daran rotze, das kann man auch nicht nachmalen. Also, ne? Just saying. Das ist genauso ein gutes Argument. So. Und hier haben wir, glaube ich, Ammo. Ja. Genau. Health-technisch läuft das gerade hier auch wieder wunderbar. Mein Gott. Da haben wir auch wieder einen Police Report. Legen wir das hier erstmal ab. Ich glaube, die Shotgun brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. War mein Steam übrigens. Operation Report 2 haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Elliot Edward. Bin ja eher ein Fan von Eddie Edwards, aber das ist meine Meinung. Moment, haben wir da hinten unsere Boomstick-Fanatiker? Ah, Diamond Key. Diamond Dallas Page, Self High Five. Auch natürlich hier in Resi 2 haben wir hier natürlich keine Somsoms. Und ich werde das Puzzle aller Puzzle. Oder Puzzles. Ja, das sollten wir auch relativ schnell hinkriegen. Ich hätte natürlich die Dokumente und Berichte und bla, die wir alle finden, werde ich natürlich vorlesen, das ist klar. Allerdings, die wir schon hatten, in einem der A-Szenarien oder auch in einem B-Szenario, die brauche ich ja nicht vorlesen, die hatten wir ja schon. Und ich denke mal, ist doch schon ein bisschen länger her. Also, keine Ahnung, ein, zwei Wochen oder... Ich habe zwei Wochen mittlerweile, dass ich Claire B. gezockt habe. Aber ich denke mal, ich habe noch alles so einigermaßen im Dötz, was wir vorgelesen haben und was nicht. Und generell können wir das ja auch ein bisschen ruhiger angehen. Ich versuche natürlich trotzdem hier den bestmöglichen Rang rauszuholen. Das heißt, ich werde First Aid Sprays größtenteils auch versuchen zu ignorieren. Boop. Und, trotzdem versuche ich dann... Also, ne? Dennoch versuche ich dann natürlich hier noch einen A-Rank oder irgendwie sowas rauszubekommen. Ob es klappen wird, werden wir dann letzten Endes natürlich sehen. Sehen! Ist ein gutes Stichwort, denn wir haben mittlerweile zwei Jewels. Shuffle, 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 shuffle. Okay.
Normalerweise... Hallo? Treffen wir hier auf Sherry dann, als Claire. Damit müssen wir uns zum Glück hier bei Leon oder im Leon-Szenario nicht rumschlagen. Hoffe ich zumindest mal. Nicht, dass das auch nochmal eine... eine deckende Sache ist in den B-Szenarien, dass wir jetzt hier auf einmal um so einen Sherry kümmern müssen. What the fuck? Warum sind hier so viele? Jetzt wird Chia erst übrigens. Warum treffe ich so selten? Okay, das... Ah! Ja, die, von denen kann man sich eigentlich snacken lassen, weil die machen kaum Schaden. Ja, sind noch im gelben Korschen. Sollten es allerdings nicht zu wild treiben. Ey, wisst ihr was? Das habe ich schon mal gesagt und bin danach draufgegangen. Ich nehme das fucking Herb-Gemisch direkt am besten. Better safe than sorry. Better fine like wine. So, und Chris's Diary haben wir hier auch nochmal. Diary. Auf so eine plumpe Anmache würde ich ja nicht reinfallen. Sagen wir nicht irgendwo... Hier ist der Waffen-Lunatic. Aber keine Bullets, oder wie? Da weiß er nicht so ganz, wie Knarren funktionieren. Würde ich mal stark verlautbaren. Auch nicht steht das hier. Hier links haben wir ja Chris's Desk. Und hier haben wir auch seine Jacke übrigens am Hängen. Und direkt übrigens noch daneben, links daneben, das kleine Bild von Kobe Bryant. Aber gut, dass das anscheinend auch irgendwas ist, was sich so durchgesetzt hat bei der Familie Redfield, dass jeder irgendwie seine eigene Lederjacke hat. Was haben wir hier? Yes! My best friend. Zumindest in Resident Evil 2, ansonsten wäre es ein bisschen traurig. Sherry? Die Officers haben wir ja schon gelegt. Na, ah, guck mal hier. Hey, wait. Direkt an den Füßen packen am besten. Oh, da. Oh. Was haben wir denn da? Present Key. A Diamond Key. Ah. Haben wir hier Bullets? Yes. Oh, yes. Thank you. Leon! Ah, wir wissen es noch aus Claire B, ne? Claire, deswegen kam er von da. Have you seen a little girl around here? Dummy! Yeah! Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Mhm. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Wird gemacht. So. Hier hinten könnten wir den Small Key oder können wir einen weiteren Small Key einsetzen. Genau hier. Und da bekommen wir dann normalerweise im A-Szenario zumindest den Holster für die Handgun, mit dem wir dann so einen Dreierschuss eben machen können, so ähnlich wie eine Scar. Leider habe ich momentan keinen auf Tasche, aber da sollte noch der ein oder andere irgendwo auf uns warten. Hoffe ich zumindest mal stark. Ah ja, ich weiß schon. Fun time! Ja, ja, hab verstanden. Alles gut, so. Oh ja, genau, Red Herb. Oh. Red Herb haben wir da unten auch nochmal. Die kann man sich irgendwie relativ leicht merken, weil so viele gibt es irgendwie in Resident Evil 2 gar nicht, habe ich so das Gefühl, ne? Kann man sich relativ leicht merken, wo die am Schneesi sind. So, dann machen wir hier einmal nach rechts. Und hier auch nochmal in die Richtung von der NPD. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Wunderbar. Der erste Buttplug ist unser. Nightplug, Rookplug und... Zahnplug. Bishopplug. Genau. Ah ne, da haben wir glaube ich ein Save. Nee. Achso, ja, das war ja elektronisch, ja. Mich gerade schon gewundert. Genau, gehen wir erstmal in. Moment! Wir haben hier direkt einen Safe Room auf der anderen Seite und da können wir ja schon mal das Red Herb mitnehmen und das kombinieren mit einem.
Oh genau, und die Jewels haben wir ja auch. Genau, dann nehmen wir den anderen Jewel noch mit und können den schon mal einsetzen, damit wir den nächsten Plug, glaube ich, bekommen. Zumindest bei Claire bekommen wir ja da, ich glaube, den ersten Teil von dem Serpent Stone. Und bei Leon müsste das Counterstück dann natürlich der nächste Butt Plug sein. Dün, 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 dün. So, genau. Die brauchen wir erstmal nicht. Die können wir erstmal verstauen. Das wird aufgestockt. Nehmen uns hier eins von denen mit. Und natürlich noch ein bisschen was hiervon. Magnum kann auch erstmal weg. Geil. Dann sind wir noch perfekt ausgestattet hier. So. Heal-Item. Auf jeden Fall Minimum und Maximum sollte man eigentlich immer ein Healing-Item dabei haben, einfach zur Sicherheit. Health Insurance Policy ist das Stichwort jetzt. Auch hier im Gaming. So. Ornamentschmuck Nummer 1. Und Ornamentschmuck Nummer 2. Müsste eigentlich ein Plug sein. Thanks for opening your majestic chest. Mm. Delicious. King Plug. Nice. So. Den King Plug werden wir gleich erstmal verstauen. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder in den Raum mit den ganzen. In den Raum gehen, in den Pablo übrigens unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, ob der Weg hier kürzer ist. Ja, doch. Ich glaube, overall ist der Weg sogar kürzer, wenn wir den Weg hier in der Lobby nehmen. Weil wir haben das ja alles schon aufgesperrt mittlerweile da unten. Moment, wir kriegen. Genau, wir können uns da ein grün-rotes Gemisch machen sogar. Moment, ich mach mal die ganzen Heal-Items übrigens ganz hier runter. Das darf ich nachher nur nicht vergessen, sonst kriege ich noch einen kleinen Herz. Kasper wahrscheinlich, wenn ich das vergessen sollte, wo die ganzen Heal-Items auf einmal hin sind. Moment. Gehen wir auf Nummer sicher, nehmen uns eine Shotgun mit. Und die dazugehörigen Shells. Wie gesagt, man weiß heutzutage nie, wann man die brauchen kann. So. Bin ich auf Steam hier schon wieder angesprochen. Wanna play a little game? Oh, übrigens, von wegen YouTube und so. wie ihr bestimmt wisst, generell alles, was Entertainment oder so angeht, ich schaue ja keine Filme oder Serien oder so, alles Entertainment-mäßig beziehe ich ja eigentlich alles von YouTube. Und dementsprechend viele YouTube-Channel habe ich logischerweise abonniert und schaue ich auch regelmäßig. Und eine Sache, die ich euch empfehlen kann, ist Super Beard Bros. Pablo, okay. Hat er seine... Hast du dich umgezogen? Nur für mich? Ach, das ist ja freundlich. Genau, Super Beard Bros. Die Kollegen spielen zurzeit, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, wenn ich das Ganze hier hochlade, aber momentan zumindest zocken die Kollegen I Wanna Be The Guy und Saw 2. Die haben auch Saw 1 schon Let's Played. Und ich kann euch sagen, wenn ihr mal Bock habt auf extrem schlechtes Game, aber wunderbar, cool kommentiert, dann schaut gerne mal bei den Super Beard Bros vorbei. Sind auf jeden Fall super. Das ist ja Gerard, der Completionist und einer von seinen Henchmen, sag ich mal. Ist schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. So, hier hatten wir, glaube ich, den Club Key, genau. Ist ein bisschen Party dahinter. Moment, nee, hier waren wir schon. Hier brauchen wir den Diamond Key. Ja. Nicker? Nee, ne? Also im B-Szenario von Claire kam hier nichts, aber hier bin ich mir jetzt gerade unsicher. Oh. Mhm. Okay. Alles klar. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Der Suspense, wenn man die A-Szenarien schon kennt, ne? Das ist schon gut gemacht von dem Game hier, definitiv. So.
Ja, genau. Wir haben jetzt drei Plugs. Drei Plugs, sie zu knechten. Aber wir haben jetzt in dem Raum kein weiteres Key-Item. Sorry. Bekommen. Wo wir den letzten herbekommen, weiß ich sogar. Das war in dem Raum mit diesem Fackelrätsel auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir den Club-Key. Tachchen Pablo. Den müssten wir eigentlich in dem Raum mit Marvin Brannick dann haben. Haben wir da schon Access dazu?